Hallo, hier ist wieder euer Dirk aus Ammerland. Überall sieht man jetzt die triefenden Nasen, Schnupfnasen und so weiter und so fort. Es ist Erkältungszeit und da sind wir mal gefragt worden, ob das während der Erkältungszeit überhaupt noch heiße Milch trinken darf, weil immer der Vorurteil gibt, dass Milch die Atemwege verschleimt. Und um dies so ein bisschen zu widerlegen, haben wir uns heute eine Expertin eingeladen. Das ist Frau Deckert von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft. Sie ist Ökotrophologin. Und dazu sagt sie uns, was ist eigentlich eine Ökotrophologin? Also Ökotrophologie ist ein vielseitiges Studium. Das ist das Studium der Hauswirtschafts- und Ernährungswissenschaften. Der Begriff Haus und Ernährung, die beiden Begriffe kommen in den Ökotrophologie vor, aus dem Buch. Ja, es ist sehr, sehr vielseitig. Am Anfang hat man alle Fächer eigentlich, ob es naturwissenschaftliche Fächer sind, medizinische, also Anatomie, Physiologie, aber auch Physik, Chemie, dann aus dem Sozialen, Psychologie, also man hat ganz vielseitige Fächer, BWL, VWL sind da mit drin und eigentlich spezialisiert man sich dann erst nachher im Studium oder nachher im Beruf. Sie sind aber jetzt, müssen wir ja Expertin jetzt für heute für die Milch, ob Milch die Atemwege verschleimt. Woher kommt eigentlich dieses Vorurteil, dass Milch während der Erkältungszeit die Atemwege verschleimt? Ja, also das ist ein Vorurteil. Es gibt ja einige, was man auch so hört, was ich in meiner Arbeit höre. Das ist so das, was ich am häufigsten gehört habe, dass Milch verschleimt. Milch verschleimt die Atemwege. Stimmt es überhaupt? Und man muss immer bei solchen Sachen gucken, gibt es Studien dazu, ob es nachgewiesen wurde. Und es gibt bei diesem Thema nicht viele Studien, aber eine gibt es tatsächlich, die genau das durchgeführt wurde. Und da hat man geguckt, ob es zu einer vermehrten Schleimbildung kommt. Und man hat nachher festgestellt, dass weder beim Gesunden noch bei jemandem, der Schnupfen hatte oder sogar bei Asthmatikern, es zu keiner vermehrten Schleimbildung kommt. Also es ist tatsächlich nicht nachgewiesen. Es existiert einfach nur von vielen Köpfen, aber es gibt keinen Nachweis dazu. Und wodurch, woher kommt es, dass es noch so in so vielen Köpfen rumschwirrt? Also da habe ich so ein paar verschiedene Vermutungen. Also zum einen ist es so, dass die Galaktose, das ist ja ein Teil des Milchzuckers, der Milchzucker besteht aus zwei Bausteinen, Galaktose und Glukose. Und Galaktose wird mit Schleimzucker übersetzt, weil er in einer Form von einer Säure im Nasenrachenschleim vorkommt. Na, da liegt die Verbindung vielleicht nahe, dass es dadurch vielleicht durch den Verzehr von Milch zu einer Schleimbildung kommt. Wäre die eine Vermutung. Die andere ist, ich weiß nicht, das merken wir ja auch, wenn wir Milch trinken, es fühlt sich anders an, als wenn wir Wasser trinken. Genau. Das ist eine andere Konsistenz, einfach durchs Milchfett. Und dann haben vielleicht manche Leute so das Gefühl, Milch könnte verschleimen, weil sich das anders im Mund anfühlt. Aber es ist letztendlich nur ein subjektives Empfinden. Und wie wir jetzt festgestellt haben, Studien haben das auch gar nicht belegt. Gut. Und also dann könnte man ja bedenkenlos weiter in der Erkältungszeit seine heiße Milch mit Honig weiter genießen. Genau. Und stimmt das denn auch, dass heiße Milch mit Honig so ein bisschen ermüdend wird? Also wenn man so ein bisschen als Schlaftrunk während der Erkältungszeit trinken darf? Ist so ein klassisches Hausmittelchen, genau. Sagt man, sorgt für einen guten Schlaf. Da muss man auch wieder schauen, bildet man sich das tatsächlich ein? Oder ist es vielleicht auch, hat es irgendeinen Grund? Oder ist es wirklich so? Also es gibt eine physiologische Erklärung. Das heißt, man kann das anhand von Körpervorgängen feststellen. Und zwar ist es so, es gibt das Hormon Serotonin. Und das Serotonin sorgt für einen gesunden Schlaf. Und das muss ins Gehirn gelangen. Das kann aber, wenn man sich das bildlich vorstellt, eine bestimmte Schranke nicht überwinden, die nenne ich jetzt mal Blut-Hirn-Schranke. Das kommt da nicht rein, deswegen muss es irgendwie anders da reingeschleust werden. Und da hat die Natur sich was ganz Gutes ausgedacht. Und ein Stoff, der nennt sich Tryptophan, sind jetzt zwei Fachbegriffe. Tryptophan, der kann diese Schranke überwinden und wird dann umgewandelt zu Serotonin. Und dieses Tryptophan ist eine Aminosäure, also ein Bestandteil des Eiweißes. Und das steckt halt unter anderem in der Milch. So. Und deswegen, wenn man dann die heiße Milch mit Honig trinkt, gelangt dieses Tryptophan ins Gehirn, wird umgewandelt in Serotonin und kann so für einen guten Schlaf sorgen. Und welche Rolle spielt dann der Honig noch? Oder? Ja, der Honig ist immer ganz nett für den Geschmack, aber er hat tatsächlich auch noch eine Rolle. Denn er liefert hauptsächlich Kohlenhydrate. Und die Kohlenhydrate, also Zucker, sorgt dafür, dass
dass Eiweiß, also das Tryptophan, schneller aufgenommen wird. Also verstärkt nochmal die Wirkung, wird unterstützend. Und so kann man sagen, dass man ganz beruhigend heiß Milch mit Honig trinken kann. Und generell sagt man ja zum Honig auch noch, dass er so leicht entzündungslindernd wirken soll. Also es wird vermutet. Allerdings muss man da beachten, dass der Honig nicht zu heiß gemacht wird. Also das heißt, lieber erst den Honig in die Milch geben, wenn man sie trinkt, nicht mehr, wenn sie kochend heiß ist, weil sonst diese Enzyme, die dafür verantwortlich sind, vielleicht zerstört werden können. Und dann hat man diese Wirkung nicht mehr, wenn man sie gerne haben möchte. Das heißt ja, dass wir weiterhin unsere heiße Milch mit Honig weiterhin bedenkenlos genießen können. Genau. Was wir jetzt auch machen. Gerade in der Erkältungszeit. Genau. Das ist gut. Lassen uns das jetzt schmecken. Nochmal Dankeschön an Frau Deckert für diese ausführliche Information. Wir wünschen von hier aus, aus dem Ammerland, allen Schiefnasen, nochmal eine gute Besserung.